So, nach zwei blöden Wichsern, die beide kastriert gehören, ja. Damit sie sich bitte nicht fortpflanzen, ne? Denn sowas will ich nicht mehr erleben. Jetzt wieder gegen Bayern, im Regen, ganz toll. Ich hoffe wenigstens, dass der Gegner nicht, ich weiß nicht, unfair spielt einfach. Es ist einfach deprimierend, die Art und Weise, wie die spielen. Und ich persönlich, das ist nicht meine Spielweise und ich will das auch nicht so spielen. Macht doch keinen Spaß. Ronaldo setzt sich. Ach, Ronaldo. Ich krieg's heulen, ey. Was ist denn hier los? Benzema, Ronaldo! Das war gar nicht Ronaldo, das war Bale. Ah. War eh abseits, von daher. Schwamm drüber. Warum zu Benzema? Wieso? Weshalb? Warum? Wirklich? Rodriguez, Ronaldo. Ich krieg's kotzen hier bald. Ronaldo wieder zu Rodriguez zurück. Komm schon. Das war doch mal ein schön vorgetragener Angriff. Leider nicht drin, aber der Rest trotzdem. Es war schön. Und es läuft keiner zurück. Benzema, Bale. Ach komm, Fernschuss, scheiß doch drauf. Ich krieg's nicht gebacken, nach vorne zu kommen. Es läuft keiner mit, es läuft keiner zurück. Es läuft nirgendwo jemand läuft. Es ist keine Bewegung im Spiel. Und die kann ich nicht erzeugen. Och, bitte! Ich wechsle den aus. Mit sofortiger Wirkung ist er ausgewechselt. Viel zu lange benötigt für alles. Ja, den Elfmeter, der ist geschenkt. Aber ich nehme ihn mit. Der ist sowas von geschenkt. Absolute Schiedsrichterfehlentscheidung. Rechts oben rein. Och, meine Fresse, bitte, Casillas. Mann, die sind alle so doof, das ist unglaublich. Ramos macht einen Seitfallzieher hier, den ich nicht drücke, by the way. Und er kriegt den Ball damit nicht, ja. Casillas rennt zum Ball hin, kriegt ihn auch nicht. Hätte der Gegner das einigermaßen verwertet, wäre das Ding jetzt drin. Weil zweimal wieder super fehlen. Können die eigentlich irgendwas in der Abwehr? Das war ein Foul wiederum. Ist aber schon okay. Ich habe ja noch einen Elfmeter geschenkt bekommen. Kann ja mal einen Freistoß nicht kriegen. Hier ist noch alles hinten und vorne verbuggt. Bale. Haut das Ding 20 Meter vorbei. Egal. Mein. Wofür? Das hier. Also dieses Fußballspiel hier wird eher zum Let's Talk. Und zwar Let's Smack Talk. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wirklich grauenhaft. Ich krieg die Krise. Er wechselt, war klar. Ach komm, hau das Ding weg, ey. Ihr kriegt's doch hinten eh nicht gebacken. Er ist sofort wieder da, das Teil. Oh mein Gott, wo steht PP? PP läuft mit runter. Macht oben die Lücke auf, ja. Ich seh's und es ist ihm Arsch scheißegal. Hier lohnt sich gar keine Zusammenfassung zusammenzuschneiden. Es lohnt sich nicht. Es kommen keine wirklichen Chancen bei raus. Und die rauskommen, ja, sind Spiel oder Schiedsrichter, was auch Spiel ist, fabriziert. Und nicht Spieler fabriziert. Bitte, Casillas. Bitte. Danke. So, Ramos. Carvajal. Benzema. Modric. Marcelo. Und ab geht's zu Ronaldo, der den Ball verliert. Macht er gut auf der Außenseite mit Lahm. Oh Gottes Willen. Da läuft Kroos, weißt du, 2 Meter weiter vorne und kann ihn super verwerten. Nö, wir spielen weiter, lass gut sein, ne? Warum auch? Super toll. Alter, ihr verarscht mich doch allesamt. Die Laufwege sind zum Davonlaufen, echt.
Und endlich kommt mein Ball so an, wie ich ihn haben will. Ja, den hat er gut geholt. Kommt da nicht vorbei momentan. Komm einfach in die Mitte rein. Scheiß auf alles. War besser, als ich erwartet habe. Unten kommt Carvajal. Kann den Ball eigentlich reinbringen. Macht es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich. Das war zwar schlecht, aber so wie ich es gedrückt habe. Ist ein Scherz jetzt, oder? Das ist ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Elfmeter, natürlich, klar, super. Wir schenken auch auf der anderen Seite ein. Warum auch nicht? Klar doch. Sicher. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr fair, weil ich saugmäßig viele Chancen hatte, welche ungenutzt geblieben sind, wofür ich nichts kann, weil ich genau das gleiche drücke wie sonst auch. Jetzt hat er natürlich auch eins. Ganz geil. Ich habe keine Ahnung, wo er den hinschießen wird. Ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht einen leisen Schimmer. Momentan tendiere ich zu rechts. Ich weiß es nicht. Ich tendiere immer noch zu rechts. Voll vorbei. Oh, trotzdem, es bleibt unfair. Insgesamt bleibt es unfair. Und ich hau das Ding jetzt da unten weg. Ich will es nicht mehr sehen an meinem Strafraumrand. Vorbei. Ich habe einen Punkt. Ich habe drei. Nicht nur ein, drei. Und die waren wichtig. Und insgesamt, leck mich am Arsch, Scheißspiel. Zumindest für heute habe ich für diese Session echt genug. Alter Schwede. Nee, echt nicht. Alter, ey. Und für jeden, der schon mal so richtig so von FIFA gefickt wurde, ja, der weiß, wovon ich spreche momentan. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Immerhin noch einen Sieg geholt am Ende. Ciao.